Moin und hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 33. Spieltag. Vor 57.000 Zuschauern endete das Spiel zwischen unserem HSV und Hannover 96 2:1. Ich begrüße beide Cheftrainer hier oben bei mir auf dem Podium und würde zuerst den Gästecoach Christoph Dabrowski um kurze Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, hallo zusammen und zuallererst natürlich Tim und HSV Glückwunsch zum Heimsieg. Ich denke, die Zuschauer heute haben gerade in der ersten Halbzeit ein unfassbar tolles und spektakuläres Spiel gesehen. Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit zwei Großchancen in Führung zu gehen und ist dann bezeichnend, glaube ich, so für den Verlauf der Saison, dass wir dann nach der Großchance von Weidand im Gegenzug dann das Gegentor kassieren, kommen dann schnell wieder mit dem Anschlusstreffer von Kerk und versuchen mutig und offen das Spiel zu gestalten. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir nochmal aufgemacht, haben die ein oder andere Gelegenheit gehabt Richtung letztes Drittel. Da hat leider die letzte Zielstrebigkeit gefehlt, dann wirklich das nochmal in Torchancen umzumünzen. HSV hat Druck gemacht ohne Ende. Ich glaube, man hat ein Stück weit gesehen, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, dass bei den Hamburgern schon so zu spüren war, dass man vielleicht auch so ein Stück weit was zu verlieren hat. Ich habe mir vorhin die Ballbesitzstatistik angeguckt. Ich glaube, es kommt selten vor, dass eine Mannschaft mehr Ballbesitz hat als Hamburg. Das hat das so ein bisschen widergespiegelt. Unterm Strich hat man gesehen, dass HSV eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Mannschaft hat. Und von daher wünsche ich euch natürlich jetzt den maximalen Erfolg, Tim. Ja, dass ihr euer großes Ziel und euren großen Traum erfüllt, nächstes Jahr in der ersten Liga zu spielen. Dabei wünsche ich euch alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank, Tim. Dann würde ich dich einmal bitten, kurzes Fazit zum Spiel. Ja, ich glaube, dass wir heute das Spielglück ein bisschen auf unserer Seite hatten nach der Chance, nach der Großchance, die auch Dabro angesprochen hat. Dann haben wir es eiskalt gemacht. Die Bälle von Bakker waren sensationell. Der eine Early Cross, der andere Chip. Der Bobby muss sie über die Linie drücken. Das macht er grandios. Aber die Vorbereitung war noch grandioser. Und deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut. Im Umkehrschluss bekommen wir dann gleich das Gegentor. Das war ein bisschen nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, weil wir da ein bisschen schläfrig waren. Trotzdem muss man dann in der zweiten Halbzeit konstatieren, dass wir wirklich alles investiert haben, was wir drin hatten. Wir haben verteidigt bis aufs Letzte und von daher war das, so wie es Dabro ansprach, ein großes Fußballfest mit unglaublichen Zuschauern und von daher denke ich, dass wir am Ende dann auch verdient gewonnen haben. Vielen Dank. Dann kommen wir zu euren, ihren Fragen und Wolfgang Stephan von der Nordsee-Zeitung macht bitte den Anfang. Ja, hallo in die Runde. Tim, mit 4 Siegen in Folge habt ihr, glaube ich, eindrucksvoll dokumentiert, dass die Entwicklung, die der Aufsichtsrat sehen wollte, gefordert hat, dass die da ist. Würdest du dem zustimmen? Und das bedeutet natürlich auch, Tim Walder wird in die nächste Saison mit dem HSV gehen. Hast du für uns einen Tipp, wo der HSV nächste Saison spielen wird, außer im Volksparkstadion? Also ich glaube, dass wir heute ein wirklich sehr gutes Spiel gesehen haben von meiner Mannschaft und aber auch von Dabros Mannschaft. Ja, und ich glaube, dass man in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten gesehen hat, was die Jungs alles investieren, wie die Jungs sich reinwerfen. Und das ist, glaube ich, dann auch ein Spiegelbild dafür, dass uns die Zuschauer so weit nach vorne pushen und so unterstützen, ja, dass sie das honorieren. Ja, und wir hätten schon andere Spiele auch gewinnen können, aber wir glauben an uns, wir sind überzeugt von uns, wir sind mutig und genau das wollen die Menschen hier sehen und das versuchen wir ihnen zu geben und wir bleiben trotzdem bei uns und versuchen nächste Woche das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, es gibt noch eine Nachfrage von Wolfgang. Ich habe gefragt, ob du einen Tipp hast, wo ihr nächste Saison spielen werdet. Sag bitte nicht Volksparkstadion. Also, wie gesagt, die Entwicklung ist ja bekannt und man sieht sie auch, aber nicht nur an den Ergebnissen, wie sie das große Umfeld hier vielleicht dann nur sieht. Wir sehen es an anderen Dingen und von daher, wir wollen Spiele gewinnen, ist egal in welcher Liga. Kai Schiller macht weiter vom Hamburger Abendblatt, bitte.
Noch sehen wir nichts. Kai, bist du bei uns? Jetzt müsste man mich hören. Man kann nicht hören, ja. Ja. Perfekt. Herr Walter, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich verstehe total, dass Sie das rational analysieren. Können Sie trotzdem versuchen darzustellen, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als nach dem Schlusspfiff 57.000 hier dieses Volksparkstadion in einen Hexenkessel verwandelt haben, sich alle in den Armen gelegen haben, als die Freude pur war, auch auf dem Rasen. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen in diesem Moment? Das ist einfach, was meine Mannschaft abliefert, was meine Mannschaft aufs Feld bringt, mit der Unterstützung der Zuschauer, dass es einfach brutal viel Spaß macht. Das merkt man im Staff, das merkt man im Umfeld hier. Und deswegen einfach Freude. Freude, dass meine Jungs immer alles investieren und die Zuschauer das auch honorieren und respektieren. Roland Kahl macht bitte weiter für HL Sports. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Herr Walter. Vielen Dank. War das der schwerste Sieg in dieser Saison? Zwischendurch sah es ja so aus, als ob auch beide Mannschaften Kräfte gelassen haben, weil, so wie der Kollege gerade gesagt hat, das war mehr Ballbesitz für Hannover. Und also zwischendurch sah es eben so aus. Was kann man da von außen machen und war es eben der schwerste Sieg? Die Jungs können schon auch selber ein bisschen was machen, das zeigen sie auch. Ich glaube trotzdem, dass sie ganz, ganz viele Dinge von dem, was wir von ihnen erwarten, umsetzen. Ob das in der 85. Minute Spielaufbau von hinten ist, Ferro spielt den Ball zum Innenverteidiger und wir dribbeln an. Also wenn ich so deutlich sagen darf, wir scheißen uns nichts. Und deswegen sind wir auch da, wo wir sind, zurecht. Thomas Hörner macht weiter für die Süddeutsche Zeitung. Hallo Herr Walter, auch von mir Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank. Nur einen Sieg erringt man ja auch nicht ohne eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Und das, Widerstandsfähigkeit, wenn Sie den HSV die vergangenen Jahre verfolgt haben, war jetzt eher kein Kernmerkmal der Mannschaft. Ist das vielleicht etwas, worauf Sie heute ganz besonders stolz sind? Auf die ganze Saison? Ja, ich glaube, dass man schon sehen kann, dass die junge Mannschaft sich so entwickelt hat, dass man Widerstände, so wie Sie es ansprachen, überwinden kann. Ja, dass es immer wieder Rückschläge gibt in solchen Situationen, ist auch normal, weil du einfach auch Erfahrungen sammeln musst. Und das hatten wir auch dieses Jahr. Trotzdem haben wir jetzt heute einen Sieg errungen und wir wollen nächste Woche den letzten Sieg schaffen. Simon Brasch für die Mopo. Hallo Herr Walter. Moin. Hören Sie mich? Ja. Alles gut. Kleiner Wermutstropfen war sicherlich die Verletzung von Joscha Wagnumann. Der Schiedsrichter hat ja sofort signalisiert, dass ausgewechselt werden müsste. Haben Sie schon eine Ahnung, wie es ihm geht und was ihm da möglicherweise passiert ist? Schauen wir morgen im Training, aber ich denke, dass es nur muskulär ist. Ein bisschen Krämpfe gehabt und von daher war es eher eine Sicherheitsmaßnahme, aber wir gucken morgen. Wenn ich kurz ergänzen darf, der Schiedsrichter hat angezeigt, dass 96 wechseln darf und hat unsere medizinische Abteilung auf den Platz gebeten. Also er hat nicht angezeigt, dass Joscha Wagnumann ausgewechselt werden muss. Das macht im normalen Fall mache ich das, wenn er ausgewechselt wird. Aber von mir aus kann es auch mal der Schiedsrichter anzeigen. Kai-Uwe Hesse macht weiter für die Bild-Zeitung. Sie gucken ja immer nur aufs nächste Spiel, aber das nächste ist jetzt natürlich das letzte und jetzt können Sie auch mal die Tabellensituation bewerten, weil es ja das letzte Spiel ist, ne? Absolut korrekt. Sehr, sehr gut erkannt, Herr Hesse. Freut mich wirklich sehr. Darum wollen wir das nächste Spiel auch gewinnen und dementsprechend dann auch den nächsten Schritt in die andere Liga machen. Andreas Willicke für die Matzak-Gruppe, bitte. Haben wir den Kollegen? Scheint nicht da zu sein. Okay, jetzt vielleicht? Jetzt. Ist perfekt. Wunderbar. Dabrow, es war ja nicht über die ganze Saison so, dass die Mannschaft sich so reingehängt hat und so engagiert gespielt hat. Was war das heute? War es wirklich das Publikum, die Atmosphäre oder die Stimmung oder die letzten Spiele vor Saisonende? Was war es, dass deine Jungs heute sich mal wieder so richtig gut präsentiert haben? Also ich habe schon sehr viele, ja, sehr gute Spiele meiner Mannschaft gesehen. Ja, dass wir in einer Saison sind, wo die Schwankungen enorm sind, das ist klar. Deswegen sitze ich ja auch hier und habe vor, glaube ich, 18 Spielen gegen den HSV den Job angetreten. Und dazu gehören
auch Schwankungen. Ja, das Entscheidende war, dass wir die richtigen Schritte gemacht haben, um Stabilität zu bekommen mit dieser Mannschaft und in der Liga zu bleiben. Das haben wir letzte Woche geschafft. Ja, deswegen ist der ganz große Druck jetzt abgefallen. Und heute hat die Mannschaft einfach nur Bock gehabt, gegen einen guten Gegner in diesem tollen Stadion und in dieser tollen Atmosphäre ein gutes Spiel abzuliefern und sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Ja, und das ist der Mannschaft eindrucksvoll gelungen heute. Dann geben wir nochmal zu Roland Karl von der L-Sports, bitte. Ja, das ist er wieder. Sonny Kittel wurde ausgewechselt. Der sah ziemlich platt aus. Ist viel gelaufen, hat viel gearbeitet. Und ja, was war mit ihm genau? Wir sind ein Team und deswegen ordnet sich jeder dem Team unter. Und ich habe den gleichen Eindruck gehabt und deswegen habe ich ihn rausgeholt. Marco Scholz für Moin Volkspark. Hallo Herr Walter. Sind das so Spiele, wo Sie sagen, scheißegal wie, Hauptsache man gewinnt es? Oder gehen Sie nach so einem Spiel auch nochmal ran und sagen sich, also vielleicht die ein oder andere Kontersituation besser lösen, um am Ende dann vielleicht auch früher Sicherheit zu haben auf dem Feld? Weil es ergaben sich ja durchaus Räume am Ende, die man besser hätte nutzen können. Oder suche ich jetzt zu Unrecht das Haar an der Suppe? Wir haben 2-1 gewonnen. Die Jungs sind heute nicht in die Walter-Falle getappt und darum haben wir heute das Spiel gewonnen und damit bin ich sehr glücklich. Und nächste Woche versuchen wir das letzte auch zu gewinnen. Kai Schiller dann nochmal zum Abschluss fürs Abendblatt. Ja, eine Nachfrage hätte ich noch. Es wurden zwei Spieler verabschiedet mit Alidu und Winzheimer. Drei andere Spieler läuft der Vertrag hier aus, beziehungsweise sind ausgeliehen. Warum wurden Chakritadze, Jamra, Kaufmann, warum wurden die offiziell noch nicht verabschiedet? Weil wir uns danach der Saison nochmal zusammensetzen. Dann haben wir alle Fragen beantwortet. Vielen Dank für das Interesse unseren Gästen. Eine gute Heimreise und natürlich noch alles Gute für das letzte Spiel dann. Und wir sehen uns morgen wieder. Auslaufen? Ja. So machen wir es. Alles klar. Schönen Abend noch.